Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schauer, Paterapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Heute mal ohne Video. Und genau, ich beantworte mal wieder eine kleine Mail. Solche Mail kannst du mir auch über ein Formular auf liebeschipp.de schicken. Und zwar wird da gesagt, hallo Christian, hast du mal wieder Interesse daran, ein Mutmach-Video zu machen? Ich finde dieses Jahr bisher nämlich sehr komisch. Ja, ich glaube, das geht vielen so. Ich meine, mit Covid und Ukraine und Gas und ich weiß nicht was. Im Grunde genommen ist es ja seit 2019 ist es ja nie wieder normal geworden. Oder ich möchte mich anders ausdrücken, es hat bei mir schon beschissen angefangen, pünktlich zum Jahreswechsel. Zuerst kam meine beste Freundin mit Anschuldigungen und Verdächtigungen um die Ecke. Dann machte meine Ex Schluss und hat sich monatelang mit der Rückzahlung meines Geldes Zeit gelassen und mich gefühlt ersetzt. Ja, Gott, das ist aber... Ja, das ist halt so im Leben. Also, das ist jetzt leider nichts Ungewöhnliches alles. Das erste auch nicht. Du berufest würde... Ja... Meist geiles Leben, sage ich immer, ne? Und wird nur noch vom Personalabbau bestimmt. Naja, es ist auch ein bisschen der Fokus, sag ich mal. Du hast natürlich jetzt einen Fokus auf den Negativen. In X-Branchen suchen sie gerade Leute. Es gibt 1000 neue Chancen. Also du kannst eine Krise auch immer als Chance sehen. Ne? In der Krise gibt es 1000 Sachen, die man neu anfangen kann. Neue Jobs, neue Unternehmungen, ich weiß nicht was, ne? Was auf der Welt zuvor passiert, davon brauche ich gar nicht erst zu sprechen. Naja, aber mal ganz ehrlich, man muss sich das nicht anhören. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen unpopulär, das zu sagen, aber keiner zwingt einen, Nachrichten zu gucken. So, ne? Und ich habe da keine Lust mehr zu, weil, weiß nicht, wenn man einmal alle 3 Monate reinguckt, wird ja eigentlich reichen, weil ich höre natürlich auch öfter was. Aber ändert ja nichts. Also, ob man das jetzt hört oder nicht hört. Und ich finde nach wie vor, dass viel Panik gemacht wird. Und selbst wenn mal irgendwas richtig Ungünstiges passieren sollte, hat man auch nichts davon gehabt, dass man sich da jahrelang vorher jeden Tag verdorben hat mit Angst irgendwie. Bringt auch nichts. Aber ist immer leicht gesagt, ne? Aber ich kann tatsächlich, also mein Rat ist tatsächlich, ist vielleicht nicht politisch korrekt, aber ja, keine Nachrichten mehr zu gucken, so, ne? Ja. Also klar, ab und zu sich mal auf den Stand zu bringen, wenn es das eigene Leben konkret betrifft, wie vielleicht Heizungspreise oder so. Aber ansonsten, ja, das zu lassen. Ich selbst habe 2018 deine Videos entdeckt und damals schon angefangen mit deinen Kursen 0 und 1. Nach meiner Trennung habe ich dann noch einige Kurse dazugenommen und mache spontan momentan die Selbstliebe-Challenge. Ja, es kommt im August, gibt es auch wieder die Advanced. Da könnt ihr auch direkt einsteigen, auch wenn es ein bisschen tougher ist. Und die Wohlfühl-Challenge. Ich versuche auch, wie du seit Jahren predigst, mein nice, geiles Leben zu gestalten. Ja, da solltest du auch den Kurs holen. Spiritualität und nice, geiles Leben. Lasst euch davon Spiritualität nicht abschrecken. Ist auch mein nice, geiles Leben-Kurs. Aber ich habe das Gefühl, dass ich einfach nicht in die richtige Stimmung komme. Aus mir spricht nur noch der Frust. Ja, dann geht's wieder, gilt für uns alle, back to the basics, wie du da Selbstliebe-Challenge ja auch machst, jeden Tag 3 Sachen aufschreiben, für die du dankbar bist, weil das ist wirklich eine Fokussache, ne? Also immer noch geht's uns einigermaßen gut, ob es uns jetzt so besser geht als jedem anderen Land auf der Welt, weiß ich nicht, konnte man früher mal sagen, ob man das noch sagen kann, weiß ich nicht. Aber immer noch gibt es x Sachen, mit denen es einen schlechter geben würde. Und das ist auch eine Fokussache. Ne? Und du kannst dich auf deine Blase fokussieren und du kannst aus allem was ziehen. Ne? Berufesöde, okay, ich kann was Neues anfangen. Personalabbau, ich bin dankbar dafür, dass ganz viel Arbeitskräfte gesucht werden. Ich kann mir überlegen, was ich machen möchte. Ne? Was weiß ich, beste Freundin und Ex, ich kann mir neue Leute aussuchen, danke, dass ihr mein Leben verlassen habt. So, also man kann immer einen anderen Turn finden. Ich verstehe absolut, dass das schwierig ist und dass es mal Zeiten gab, wo das einfacher war. Aber letzten Endes ist alles, was man machen kann, ist seine Blase kreieren und dass die viele Menschen gerade noch viel angestachelter sind,
als noch vor 3 Jahren. Ja, das ist so, aber kann man nichts dran ändern. Ne? Also Fokus, 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 back to the basic, Dankbarkeitsübung machen. Ne? Zum Teil Selbstliebe-Challenge auch genau richtig. Und ja, so ist es, ne? So ist es, so ist es, so ist es. In diesem Sinne, wir hören uns oder sehen uns bestimmt auch bald wieder.